Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Crusader Kings 3 mit unserem mittlerweile 54-jährigen König Christopher von Tirol. Ich betone das immer wieder gern, ich spiele hier im Ironman-Modus und von daher wie immer, es gibt kein Zurück, was wir machen, das machen wir und müssen dann damit leben. Jo, ich kann einmal hier ruhig weiterlaufen lassen. Es gibt einige Kämpfe unter den Vasallen, man sieht es immer mal wieder zwischendurch, weil wir ja leider aufgrund von diversen Aufständen die Lehensautorität verloren haben, wie auch die Fettleibigkeit jetzt wieder. Und jetzt hat er hier die Aufgabe erledigt, mehr Kontrolle in der Gemeinde Olmütz. Dann schauen wir jetzt mal unsere an, wo wir vielleicht noch Kontrolle brauchen könnten. Aber ich denke mal, unsere eigenen Grafschaften oder auch Herzogtümer, da passt das alles. Das ist auch so. Und dann schauen wir jetzt mal, wo wir hier noch irgendwo Kontrolle reinbringen können. Gibt es ja einiges, wie zum Beispiel hier in Kärnten, wo es nur ab 27% ist. Ja, das ist natürlich nicht gut. Und jetzt fehlt uns aber ein Ratskanzler. Schauen wir jetzt mal, wer würde sich den eignen als Ratskanzler. Der hat hier 14. Ja, müssen wir jetzt schnell weiterklicken. Gut, ich monetarisiere zwar nicht, ich mache es ja nur eigentlich aus Spaß an der Freude. Meistens hier am Samstagvormittag nehme ich hier einige Folgen auf, die dann wieder für eine Woche reichen. Da könnte jetzt der Graf Prohor der Zweite her. Der ist ja auch ein mächtiger Vasall. Der erwartet im Rat zu sein. Den bringen wir nicht raus, der hat sich hier selber reingesetzt. Und der Altmann ist einfach ein ausgezeichneter in Kriegsführung. Von daher passt das alles. Und wir, meine Säuglinge, Sieghard und Jutta. Jo. Haben wir jetzt Zwillinge gleich, zwei perfekte Kinder. Ja, da ist aber jetzt, da freut er sich jetzt, das ist ja ganz klar. Ich schaue mal zwischendurch hier rein. Man konnte doch da auch irgendwo nachschauen, wie es dann einmal ausschaut, wie die Nachfolge dann ausschaut. Aufgrund der Bundteilung. Der erhält jetzt das meiste, das ist klar. Das schauen wir jetzt mal hier rein. Erbteilung. Werden gleichmäßig. Großteilung könnte man auch. Geht der Löwenanteil an den Spielererben. Den können wir nicht, aber könnte man auf Großteilung ändern. Da würde sich jetzt nichts ändern. Was haben wir hier? Männliches Vorrecht. Aha, weil wir katholisch sind. Können wir das hier gar nicht ändern. Es würden zwar alle zustimmen, weil uns alle recht freundlich gesinnt sind. Aber leider, wenn man katholisch ist, dann kann man das nicht. Und ich glaube auch, dass wir ja an einem Glauben nichts ändern können und einen neuen Glauben ja nicht hier auswählen können oder uns aussuchen können. Da könnte man jetzt natürlich den aussuchen, aber man braucht, wie man hier gerade gesehen hat, sehr, sehr viel Frömmigkeit, damit man hier dann was Neues basteln kann. Wäre natürlich so super, vor allem in Bezug auf den Ablasshandel, dann wird man hier noch mehr Geld bekommen. Eine Verwandte, eure Verwandte Gräfin Jolande, hat in Nebellinie all das Masson geschaffen. Die scheint mir auch irgendwie verwundert, verletzt, schaut auch nicht mehr so gut aus, unbedingt. Jetzt schauen wir mal, wie es zwischenzeitlich um den Kaiser steht. Er hat keine Verbündeten mehr und selber 5500 Leute im Moment. Unser Bruder ist verstorben, was uns natürlich wieder Anspannung bringt an Herzversagen.
Kapitel 51, ein offenbartes Geheimnis. Die haben hier wieder was getrieben. Machen wir natürlich sofort weg. Nicht, dass mal aufgrund solcher Bilder das Video noch gesperrt wird. Ich hatte ja mal gesagt, ich will, dass die, meine Tochter Sophia hat ein Kind zur Welt gebracht. Das akzeptieren wir. Ich stoppe jetzt mal kurz und werde jetzt mal schauen, diese Nucky Dice in die richtige Religion zu bringen. Sekunde. Jo, und ich sehe auch, wir hatten ja die gerade, weil die ja fremdgegangen ist, weil die unzüchtig war, in den Knast gebracht. Und jetzt können wir hier die Bekehrung verlangen und die soll auch gleich sämtliche Ansprüche abschwören. Und dann ist dieses Thema hier durch. Jetzt ist sie wieder katholisch-bayerisch, so wie wir uns das wünschen. Diese Adamiten, da Andamiten, weiß ich jetzt nicht, greift immer mehr um sich. Und das ist natürlich nicht in unserem Sinn. Da haben wir jetzt fast den Anspruch durch. Und haben auch sehr gut Gold. Und schauen jetzt mal, ob wir hier gleich mal ein bisschen was ausbauen könnten. Jawohl. Schon mal 500 lasse ich mal übrig. Lass mal übrig. So. Das passt. Weil ich schätze mal, in wenigen Tagen ist es dann soweit. Gut, man sieht es ja hier, haben wir unseren Anspruch auf Hornburg. Feinde treten aus dem Krieg aus. Das ist ja das da unten. Und das schafft er hier locker. Da brauchen wir meiner Ansicht nach nicht mithelfen. Und da sehen wir jetzt, wir könnten hier eigentlich gleich mit einsteigen. Es ist Frühjahr. Und könnten wir gleich mal unseren Sammelpunkt hierher verlegen. Könnten hier mal einen Krieg erklären. Das Herzogtum. Was wäre das jetzt alles? So, nochmal. Einfach die Ansprüche. Das ist das Beste. Da erklären wir den Krieg an den Kaiser. Heben wir alle aus. Wir können natürlich jetzt... Da hat man doch noch einen da drüben. Ja, aber... Genau, diese 2300 Leute. Und was ist das für einer? Aus Armagnac. Den haben wir eigentlich noch nie geholt. Den holen wir jetzt mal. Und damit, glaube ich, können wir dann schon einig ausgezeichnet. Können wir zufrieden sein. So, ich schaue jetzt mal kurz. Gehe mal etwas näher heran. So. Da haben wir natürlich den Altmann, ganz klar, das ist unser bester Mann. Und hier, ach, das sind die Belagerer. Das schauen wir jetzt mal, wo ist natürlich der Augustin. Die gehen da drauf. Die stellen sich da her. Da kann er nochmal hier auf seine alten Tage. Oh, ne, das ist nichts, da passiert nichts. Da muss er dann darüber. Da kann er nochmal auf seine alten Tage oder auf seine älteren Tage ein bisschen was erobern. Und kann eigentlich, so würde ich das sagen, jetzt in seinen letzten großen Krieg gegen den Kaiser gehen. Das geht sehr, sehr flott, weil es nur Festungsstufe 3 ist. Jeder Höfling gewann 10 Meinungen von mir wegen unserer Gattin. Sehr schön. Vielleicht könnte man hier dir mal rüberstellen. Und schon mal in Richtung Nürnberg gehen.
die Schwester ist jetzt verstorben. Ja, jetzt kommt ein Alter oder die ganzen Geschwister, die jetzt dann alle, die sind alle tot. Jetzt sind alle Geschwister tot. Keiner seiner Geschwister lebt mehr. Dann haben wir natürlich auch dementsprechend dann keine Anspannung mehr zu erwarten. So, diese Belagerung haben wir gewonnen. Dementsprechend geht es hier weiter und wie immer fettleibig haben wir erhalten. So, stopp mal kurz. So, wo gehen die hin? Das ist aber kein entscheidender Sieg dann. Wie lange dauert es noch? Können wir die hier stoppen? Müssen wir hier rauf. Werden wir die auch erreichen? Ja, die erreichen wir. Ist natürlich unser Befehlshaber wesentlich stärker als der. Fettleibig haben wir mal wieder verloren. Ein paar Gramm wieder abgenommen. Jawohl, und wir konnten ein Fest nehmen und haben jetzt schon 50% Kriegspunkte. Genau, da haben wir hier ist schon besetzt, belagert. Da bleiben die jetzt einfach mal stehen. Kann natürlich der Altmann rein. Weiß jetzt also gar nicht, warum der nicht sowieso drin war. Die Belagerung haben wir gewonnen. Ja, diese Schlacht war natürlich super. Ja, einmal frei. Stein aus Klaus. Als ich mühsam versuche, die winzigen Buchstaben zu entziffern, spüre ich auf einmal ein pochender Schmerz in meinem Kopf. Genau. Da gehen wir jetzt. Der braucht diese Steine. Aber kann sich im Moment das nicht leisten. Ich verkaufe alles, was ich nicht lesen kann. Das macht er jetzt einfach. Und sagt, nee, der ganze Mist hier. Weil er ja so arrogant ist. So, die kommen jetzt wieder. Unsere Verbündeten kommen auch. Ein Komplott bei Hofe. Und zwar gegen den Herzog Viktor. Ja, da werden wir jetzt mal schauen. Ob wir hier einen finden. Die gehen hier runter. Aber wir haben ja unsere Verbündeten, die uns hier fleißig unterstützen. Unsere Domänen sind ja voll. Kämpfen wir belagert. Okay. Könnte man hier mit drauf gehen. Weil das ist einigermaßen sinnlos. Naja, 18 Monate. Diese Belagerung haben wir jetzt durch. Die können dann gleich da drauf gehen. Da werden wir auch bloß normal siegen, also wird dann noch nicht zu Ende sein, obwohl ich könnte mir das schon vorstellen. Wie schaut es hier aus? Eine Schlacht haben wir gewonnen. Und wenn wir dann auf 90% sind. Wo laufen die jetzt hin? Ja, wo laufen sie denn? Etwas schneller wie die. Jawohl.
Meine Tochter Sophia hat ein Kind zur Welt gebracht. Liu Zwind. Also das gefällt uns absolut nicht. Wir sagen Elisabeth. Werden natürlich gleich mal schauen, wie es hier ausschaut. Einen Aribo. Hey, Liu Zwind, nicht eine Elisabeth. Möge dir stark und weise werden. Jawohl, und schon sind wir durch. Weil wir ja den Vorzug haben, ab 90% können wir die Forderung schon erzwingen. Würde dann gleich mal sein. So sei es. Und ich stoppe mal, schauen wir uns nochmal das letzte an. Ja, über 6000, die komplette Armee haben wir ja komplett platt gemacht. Eieiei. Auch einen Ritter haben wir mitgenommen. Wir sind natürlich über der Domänenschwelle, das ist klar. Wir können aber hier natürlich unserem Erben, der mittlerweile 6 Jahre ist, noch was geben. Was geben wir ihm denn noch? Hier noch Olmütz. Geben wir ihm hier Olmütz noch mit. Brerau, ein Herzogtum, auch sehr schön. Bekommt auch schon sehr gut Gold. Hat noch nicht so viele Leute. Aber vielleicht könnte man jetzt gleich mal schauen, einen schönen Ehepartner mal raussuchen. Bündnismacht, England. Das wäre natürlich schon gut mit 26.000. Aber ich glaube, den John haben wir doch eh. Haben wir den nicht irgendwo? Ne, den John haben wir nicht. Den John haben wir nicht. Da wäre das was mit dem, mit der jungen Dame. Ja. Warum nicht? Schauen wir mal, was er sagt. Ausgezeichnet. Jetzt haben wir den John auch mit da drin. Haben natürlich hier über 30.000 Verbündete. Und hofft ja immer dann nur, dass uns nicht zu viele in den Krieg holen. Und kann er jetzt unsere Armeen zurückführen. Schauen wir mal. Und dann natürlich auflösen. Die können wir schon auflösen. Zack. Und die schickt man auch heim. Danke für den super Job. Der Kaiser ist natürlich uns schon mal nicht, freut uns nicht so, dass wir das Königreich von Bayern und Tirol haben. Aber interessiert uns das? Nee, null. Das interessiert uns kaum. Ah, unsere Gefangenen. Denkt er sich eines Morgens am 23. Juni, ein sehr schöner Tag, geht er hier durch den Knast und schaut mal, wen er hier rauslassen kann. Stefano. Was ist das für einer? Unser Gefangener. Da fordern wir hier das Lösegeld. Genau, da kann er zurück in sein heiliges römisches Reich. Dann schauen wir den uns an. Lass mal den raus. Das ist der Graf Achenball von Nürnberg. Da kann er auch wieder zurück. Dann der Leopold der Zweite. Okay. 100 Gold, natürlich selbstverständlich. Darf er dann raus. Und hier der Viktor.
der ist ja doch schon sehr mächtig. Den lassen wir mal drin. Den lassen wir jetzt einfach mal drin. Diese Aufgabe hat er erledigt, die Kontrolle in Kärnten. Und da haben wir noch was sehr Rotes. Homburg. Muss ja auch noch bearbeitet werden. Und zwischenzeitlich schauen wir doch mal wieder hier rauf. Das ist ja, wie schaut es denn jetzt hier mit Böhmen aus? Oh, weil die sind ja auch der Kleinpolnische Krieg unter den Anspruch Grafschaft von Hradeck oder Hradec. Aha, das wollen die. Dann könnten wir uns ja vielleicht hier noch einen kleinen Happen holen. So, da passt alles. Sehr schön, wie schaut es denn jetzt unter den Vasallen aus? Können wir nochmal zum Abschluss der Folge uns anschauen. Warum die Helene? Könnte man vielleicht noch beeinflussen? Da haben wir natürlich einige mächtige Vasallen, ganz klar. Aber können wir natürlich jetzt im Moment im Rat nichts tun. Wie viel bekommen wir hier? 6,4. Okay, prima. Bin schon gespannt, wie es bei der nächsten Folge weitergeht. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.